Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Wii. Wii Sports natürlich, mit mir, dem Marc. Ja, ich habe mir überlegt, es hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, heute in der Früh die Aufnahme zu machen. Habe ich mir gedacht, passt, nehmen wir gleich nochmal einen Teil auf mit der Kamera, die meiner Meinung nach besser von der Aufnahmequalität war. Und ja, ich habe mir schon ein Aufnahmegerät gekauft für die Wii und dann werden euch Spiele erwarten wie Need for Speed und diesen ganzen Bullshit. Ihr wisst eh, was ich meine. Ja, dann fangen wir mal an mit der Runde Tennis. Es geht darum, wie viele Bälle kannst du zurückschießen. Ich bin zurzeit nicht sehr geübt darin und ihr seht, ich habe jetzt schon rausgeschossen und gefailt. Egal, probieren wir einfach noch einmal. So da. Hoffentlich diesmal besser. 1, 2, 3. Ja, und Leute, ich sag's euch, das Spiel ist ein bisschen anstrengend auch. Also man kommt schon ins Schwitzen. Vor allem jetzt für mich. Ich bin jetzt nicht der, der hier so top trainiert ist und alles machen kann, was er will. Deswegen habe ich das auch eher so als kleines Projekt gesehen, um wieder ein bisschen mehr zu machen, sprich wenn ihr mich da unterstützt, diese Sportspiele zu spielen, es gibt mir mehr einen Anreiz, wenn ich einfach sage, du, ich muss das jetzt aufnehmen für meine Abonnenten, denen macht das Spaß, wenn ich ihnen zeige, wie ich mich da zum Depp mache. Und das Lustigste ist, dadurch, dass ich ja viele Kameras habe, wäre es auch möglich für mich, dass ich jetzt quasi mich zusätzlich noch aufnehme, mich ins Bild hineinschneide, dann könnt ihr mir zuschauen, wie ich mich zum Deppen mache. Und Vorhand und Rückhand. Ja, und so habe ich mir das Ganze vorgestellt und ja, einfach ein angenehmes Klima haben während dem Spielen. Man kann ja andere Spiele auch mal antesten. Es gibt so viele, die richtig Spaß machen. Und das kann man einfach so nebenbei mal schnell machen. Du brauchst nicht unbedingt jetzt. Der Computer ist einfach nicht so notwendig. Du musst es nur hochladen. Du musst Spaß haben beim Aufnehmen. Das sind die einzigen Sachen, die du brauchst. Und das finde ich einfach toll. Vor allem, wenn Leute sich auf YouTube sowas anschauen und wirklich dann auch Spaß haben mit dem zuzuhören, wie ihr redet und all die Sachen. Also es gibt ja wirklich so viele YouTuber. Allein Gronkh oder Pizmeet oder Sarza. Oder Zombie. All die Leute haben mir jedes Mal früher, als ich noch jünger war, richtig viel Freude bereitet, wenn sie ein Video hochgeladen haben. Es hat richtig viel Spaß gemacht, sich das Video jeden Abend nach der Arbeit oder nach der Schule anzuschauen und sich einfach zu denken, ach, es ist schön, da redet einer mit mir. Und ich fail gerade einfach die ganze Zeit lustig. Hahaha. Ich glaube, das wird nichts heute, aber probieren wir es noch einmal. Meine Top-Leistung von früher war 49 Mal zurückspielen. Ist eindeutig besser als jetzt. Nur ich glaube, ich bin noch ein bisschen abgelenkt, weil ich mit euch rede und so. Aber das ergibt sich ja alles noch. Da muss man sich auch gewöhnen. So. Ihr könnt noch gerne in die Kommentare reinschreiben, was für welche Spiele ihr gerne spielen wollt. Ich finde die Wii jetzt als geniale Konsole und möchte mir auf jeden Fall noch Spiele dafür kaufen. Und das sollte man auf jeden Fall machen, weil die Wii ist genial. So. Bam. Ihr fragt euch vielleicht, was das jetzt für ein Charakter ist, mit dem ich hier spiele. Das ist ja ein weiblicher Charakter von einer Person, die bei mir zu Hause wohnt. Ja, da haben wir früher sehr gerne gespielt. Beziehungsweise wir haben so gut vor Bowling gespielt. War recht lustig. Kann man ja immer wieder machen. Bam. Komm, diesmal möchte ich über 30 kommen. Reagieren. Wow. Die Rückhand ist schlecht von mir. An die muss ich mich
wieder anpassen. Jupp, ihr merkt, ich bin nicht so viel gesprächig gerade, weil ich mich verdammt konzentriere. Wow. Nein, ich dachte, es kommt auf die Rückhand. Na egal, Leute. Ich habe mein Ziel geschafft. Deswegen sage ich, ich höre jetzt auch mit der Aufnahme auf. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.